Einen wunderschönen Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte einen Key in meinem elektronischen Postfach und zwar für das Spiel Slay the Spire. Ich habe mal eine Runde gespielt und ich bin sehr begeistert. Also sehr begeistert. Und ich möchte das mal zeigen. Das ist eine Art Karten-Roguelike-Spiel. Ich erkläre euch es einfach gleich beim Spielen. Und wir wählen zu Beginn erstmal einen Charakter aus. Wir haben am Anfang erstmal nur einen, können dann aber auch noch weitere freischalten. Aber wir starten jetzt erstmal mit dem normalen Charakter, damit ich euch nicht zu viel spoiler. Das ist nämlich der Eiserne. 80 Lebenspunkte, knapp 100 Gold und die Fähigkeit am Ende des Kampfes 6 TP zu heilen. Was sehr sinnvoll ist, wie ihr gleich sehen werdet. Und das Ganze ist noch Early Access, das heißt es kann noch ein paar Fehlerchen geben. Bis jetzt läuft aber alles rund und auf Deutsch, also von daher das ist schon mal kein Problem. Zu Beginn können wir erstmal mit diesem komischen Wal reden. Und zwar würde ich gerne eine Karte verbessern. Und zwar habe ich hier... Ach, eine von denen, wie blöd. Ich nehme mal mehr Schaden mit. Ihr seht gleich, was das alles bringt. Wir starten erstmal auf der ersten Ebene. Und zwar auf dieser coolen Karte und müssten uns nach da oben hinkämpfen. Und können dabei aber entscheiden, wo wir lang gehen wollen. Und wir starten bei dem Gegner hier. Das sind die Händler. Das sind Elite-Gegner. Ich denke mal, wir laufen aber hier lang. Und gucken, was passiert. Wir kommen erstmal zum Kampf. So, links sind wir, rechts ist der Gegner. 46 Lebenspunkte. Wir sehen, was er in der nächsten Runde machen will. Uns 12 Schaden zufügen. Ist blöd. Wir brauchen unser Leben. Wenn wir in dieser Runde oder in dem Kampf Leben verlieren, behalten wir das so genau für den nächsten Kampf. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die 12 Schaden jetzt erstmal abwehren. Wir haben 3 Energie. Jede Karte, seht ihr hier oben, kostet Energiepunkte. Dann nehmen wir erstmal die mit und hauen nochmal 9 Damage raus. Wir haben keine Energie mehr. 10 Blocken. Das heißt, 2 Damage kriegt er jetzt durch. Was noch völlig in Ordnung ist. Jetzt will er gleich nochmal reinhauen. Das heißt, wir blocken nochmal und machen 6 Damage. Der kann sich zum Beispiel auch buffen. So, in der Runde haben wir dann natürlich ein bisschen mehr Zeit, Schaden auszuspielen. Er will wieder angreifen mit 7 Damage. Können wir aber nicht komplett abwehren. Deswegen spielen wir die verletzlich. Das heißt, er erleidet 50% mehr Schaden. Für 2 Runden. Harken. Boah. Das sind wir geschwächt. Wir verursachen weniger Schaden. Er will wieder angreifen. Was ist denn los mit dem? Gut, wir machen zwar weniger Schaden, er kassiert aber auch mehr. Dementsprechend bleibt es bei den 6. Letztlich läuft aus. Okay, er will wieder angreifen. Warte mal. 6 und 10 sind 16. Es geht nicht auf. Das heißt, so viel Leben haben wir jetzt nicht verloren. Das ist eigentlich relativ okay. Vielleicht kriege ich die 11 jetzt noch durch. So. Muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir kriegen Gold und wir können eine Karte unserem Deck hinzufügen. 9 Schaden und eine Karte ziehen. 5 Blocken, 5 Schaden. 5 Blocken, 5 Schaden ist cool, weil später müssen wir echt viel blocken. Fragezeichen sind so Random Events. Du findest eine schimmernde Bündelung von Licht im Zentrum des Raumes. Die warmen und verzaubernden Muster laden dich ein. Verbessere 2 zufällige Karten, verliere aber auch 16 TP. Ich glaube, an diesem Zeitpunkt kann man das noch machen. Das machen wir. 8 Blocken und 9 Damage haben wir mitgenommen. Haben dafür aber auch hart Leben verloren. Was okay ist, wenn wir irgendwo noch ein Lagerfeuer finden. Hier zum Beispiel. Da können wir uns heilen. Das heißt, wir gehen am besten hier rum. Dann nehmen wir auch nicht so viele Kämpfe mit. Es gibt auch mehrere Gegner, die wir schlagen können. Müssen wir nur gucken, wie wir das machen. Der... Okay, das heißt, wir hauen am besten erstmal den Typen weg, kriegen dafür auch noch 5 Blocken und haben einen schon mal aus dem Weg geschafft. Katze, warum läufst du gerade Amok? Fräulein. Kennt ihr das? Habt ihr auch zufällig eine Katze? Ganz furchtbar, immer wenn die denken, sie könnten überall durch die Gegend springen. So. Der macht jetzt erstmal nichts. Der wirkt nur irgendeinen Effekt auf mich, ist mir egal. Brauche ich nicht blocken, kann ich Damage machen.
Das sieht alles jetzt noch sehr einfach aus. Ich habe bis jetzt 2 Runden gespielt. In der ersten bin ich gerade bis in die nächste Ebene gekommen und bin dann direkt beim ersten Gegner verreckt. In der anderen Runde bin ich hier beim Boss verreckt. Das ist gar nicht mal so einfach. Der macht wieder nichts. Das heißt, ich kann wieder raushauen. Und weg mit dir. Nice. Und wieder um 6 TP geheilt. Oh, eine blaue Karte. Du erschöpfst alle Nicht-Angriffskarten und erhältst 5 Blocken für jede. So viele Nicht-Angriffskarten habe ich gar nicht. Nehme ich trotzdem mal mit. Vielleicht kann die noch helfen. Wer bist du denn? War es nicht ein Fragezeichen? Was ist hier los? Okay, der bufft sich. Das heißt, wir hauen rein. Alles klar. Okay, nicht Angriffskarten. Ist sehr gut, wenn man 3 Stück davon gerade auf der Hand hat. 9, 18. Machen wir noch Damage hinterher. Das ist geil, dass die gebufft wurden, die Karten. Ist sehr gut. Die anderen Charaktere, die ihr spielen könnt, haben natürlich auch andere Karten. Ich habe das in einem Stream gesehen. Habe aber selber da noch nicht viel mitgenommen. Ich glaube, die spielt so ein giftgrüne Karten irgendwie. Oh, wer bist du denn? Wenn dein Gegner beabsichtigt anzugreifen, erhältst du 3 Stärke. Du verursachst 6 Schaden. Du verursachst für jeden deiner schlagbeinhaltenden Karten 2 Schaden. Ich nehme die. Kriege ich 2 Stärke dazu, ist nice. Ich gehe zum Fragezeichen. Als du einen langen Korridor hinuntergehst, siehst du eine Banane, einen Donut und eine Kiste. Nein, bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass sie an Schnüren gebunden sind, die aus Löchern in der Decke kommen. Okay, heile 26 TP. Brauche ich nicht. Maximiere. Oh, mehr TP ist eigentlich ganz geil. Erhalte ein Relikt. Nein. Ich nehme die mit. Mehr maximale Lebenspunkte ist gut, weil es gibt auch Fragezeichen, da kannst du Leben opfern. Für ein Relikt. Und dann ist es vielleicht ganz geil, wenn wir ein bisschen mehr haben. So, was könnt ihr denn? Ihr wehrt einen Debuff ab. Okay, riecht 8 Damage. Das heißt, wir belegen den und blocken. Ach, der hat den Fuck, der hat den Debuff abgewehrt. Hätte ich dran denken können. Oha. Aua! Das ist frech. Benommen. Okay, 8, 16, 24. Das ist übel. Dann hau ich einfach mal weiter raus. Das heißt, 14 gehen durch. Nee. Bitte nicht wieder alle. Oh Gott. Na super. Blocken, blocken. Ich muss die erste Wache jetzt erstmal tot bekommen. Sonst haben wir nämlich ein hartes Problem. Ihr merkt, das Leben, das kann man sehr schnell verlieren. Das ist sehr ungünstig. Okay, den kriege ich. Ich muss das so spielen. Moment, das ist noch mehr Damage. Jetzt holen wir uns den ersten hier mal. Gibt auch ein paar Tränke, die man finden kann und kaufen kann. Mehr Geschwindigkeit oder Schwäche auf die Gegner kann man finden oder sich beim Händler zulegen. 2 Leute, die angreifen. Nicht für jede Nicht-Angriffskarte kriege ich Blocken. Du erschöpfst alle Nicht-Angriffkarten. Das ist eine. Fuck me. Nochmal blocken. Nochmal blocken. Blocken, blocken. Krieg ich immerhin nur einen Damage. Hui. Ich muss unbedingt gleich ein Lagerfeuer finden. Okay, dann kriege ich Stärke dazu. Okay, die kann ich spielen. Bringt mir nichts. Blocken. Hört auf, mich anzugreifen. Ah, ja, nice. Ich mag es, wenn sie sich buffen.
12 Damage. Jo, wahrscheinlich. But. Okay, 36 Damage. Wir haben 3 Stärke mehr. Der sollte doch irgendwas machen. Oh Gott. Die blockieren einfach echt hart. Oh Gott, der greift mich an. Meine Handkarten. Okay, der hält sich echt lang, der Typ. Oh, das ist perfekt. Siehste? Gut, dass wir die verstärkt haben. Der macht 8 Damage. Ich kann 8 blocken. Perfekt. Okay, jetzt macht der nichts. 8 Damage, 9 Damage. Oh, ist tot, ne? Sehr gut. Wieder 6 TP bekommen. Du erhältst zu Beginn jedes Kampfes 1 Geschicklichkeit. So wie so ein kleines Relikt da oben. Und wir können... Oh, eine goldene Karte. Und dein Blocken endet nicht mehr zu Beginn deines Zuges. Das ist geil. Das ist eine Machtkarte. Machtkarten bleiben durchs ganze Match bestehen. Ich nehme das Lagerfeuer mit. Weil ich mich unbedingt ausruhen möchte. Weil so ein Bosskampf kann echt hart knackig werden. Diebstahl. Die sind krass, die klauen dir 15 Gold, wenn sie dich angreifen. Das ist richtig frech. 6 Blocken. 5 Blocken und Damage. Klauen die einem auch Gold, wenn sie nicht... Wenn du... Ach so, okay. Selbst wenn du blockst, klauen sie dir Damage. Das ist frech. Der will mich angreifen. Spiele ich die und die. Den einen Damage-Punkt kann ich gerade mal durchgehen lassen. Bringt mich jetzt nicht um. Da haben wir die Barrikade. Ah, die kostet mich aber so viel. Aber nur 12. Das geht auf, ne? Brauche ich gar nicht mehr blocken, ich töte ihn einfach. Jetzt kriegen wir von ihm das Gold zurück. Wir kriegen Energietrank. Du erhältst 2 Energie, das ist ganz gut. Du erhältst 12 Blocken, wenn du in dem Zug angegriffen wirst, verursachst du 4 Schaden am Angreifer. Das ist nice. Du erhältst 5 Blocken. Ich nehme die mit. Wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht zu hohe Karten mitnehmen. Immer wenn du eine Karte erschöpfst, verursachst du 3 Schaden allen Gegnern. Sehr gut. Und dann brauchen wir jetzt gar nicht rasten, dann können wir auch zum Schmied gehen. Kann man die verbessern? Die kann man verbessern? Oh, dass sie weniger kostet. Das ist geil, das mache ich. Dann kann ich da noch eine Karte dazu spielen. Und ein Elite-Boss. Gucken wir mal. Oh, wer bist du denn? 110 Leben. Barrikade ist perfekt im ersten Zug. Erhält 8 Blocken am Ende des Zuges. Ach so. Die muss direkt mal raus, damit die direkt aktiv wird. Und... Oha. Dieser Gegner ist in seinem Zug betäubt. Das ist ja praktisch. 18. Leckt mich am Arsch. Kriege ich aber geblockt. Ha! Ja, mach halt. Wird gelockt. Und jetzt behalte ich die 4. Boah, ist das geil. Diese Barrikadenkarte ist ja mega stark. Voll gut. Auch wenn der echt übel Damage macht. Okay, er bufft sich. Okay. Genau jetzt kriege ich diese ganzen Scheißkarten. Du erschöpfst alle Nicht-Angriffskarten und erhältst 6 Blocken. Die hält echt eh. Na gut, wenn ich das aber eh sammeln kann, dann kann ich auch raushauen. Dann ist das eh egal. Seele aussaugen, Alter. So. Easy game. Wir sammeln jetzt einfach so viel Blocken. Sehr nice. Guck, jetzt haben wir vom letzten Zug sogar noch was für diesen Zug. Sehr gut. Ich erhalte 3 Stärke, wenn er angreifen will. Du erhältst 5 Blocken. Nehme ich mit. Kriegen wir sogar den Zug geblockt.
Boah, ist das gut. Die Karte ist ja richtig geil. Du hältst 8 blocken. Können wir das noch mitblocken? Jetzt haben wir schon 15 wieder angesammelt. Mega gut. Na gut, der verringert natürlich hier die ganze Scheiße. Er will angreifen. Du erhältst 11 blocken. Und wir nehmen noch 10 Damage mit. Das wird ehrlich gesagt wirklich schwierig, für den da durchzukommen. Ich habe, glaube ich, nur eine neue Lieblingskarte gefunden. 4 blocken, 6 blocken. Und gleich ist er sogar noch durch. Und ihr seht, so ein Kampf bzw. so eine Runde kann echt lange dauern. Wenn wir aber sterben, sind wir halt hin und müssen komplett von neu anfangen. Das ist halt dieser Roguelike-Aspekt in dem Spiel. Verteidigen, verteidigen. Draufhauen. Vielleicht kriegen wir die nächste Runde tot. Verringert von Karten, erhalten uns Blocken um 2. Der greift an. 5 Damage. 9, 18. Das passt. 9. 18, Dote. Komm, schönes Relikt. Ah, immer wenn du 3 Angriffe in einem Zug spielst, erhältst du 1 Geschicklichkeit. Das haben wir schon des Öfteren gemacht. Am Ende des Zuges erhältst du 3 Blocken. Ist schon wieder eine Macht. Wenn wir die beiden kombiniert bekommen, wird das geil. Dann können wir uns noch den Händler angucken, da waren wir auch noch nicht. Wow. Du transformierst deine Hand. Das heißt, wenn du wirklich nur Scheiße hast. Brauche ich aber nicht. Noch eine neue Macht. Am Ende deines, an deinem Zugende verursachst du für jeden in diesem Zug gespielten Angriff einen Schaden. Na, das sind ja maximal eh nur 3. Du machst 12 Schaden, kann beliebig oft verbessert werden. Kostet aber auch 2. Du verbrauchst dein komplettes Energie. Du verursachst x mal 5 Schaden. Du verursachst 5 Schaden. Für 0. Ist auch cool. Kann beliebig oft verbessert werden, ist geil. Eigentlich will ich die mal ausprobieren. Ich nehme die mal, obwohl. Doch, du erhältst Energie beim ersten Zug jedes Kampfes. Ich nehme die mal mit, weil ich nicht weiß, wie die funktioniert und wir wollen die jetzt einfach mal ausprobieren. So, ein Zufallsereignis. Verliere 3 TP, 25% finde ein Relikt. Machen wir mal. Oh Gott. Verliere 4 TP. Nein! Aber wir haben ein Relikt gefunden. Hast du volle TP, erhältst du zu Beginn jedes Zuges. Okay. Ich habe aber keine volle TP. Das heißt, der Kampf muss gut für uns ausgehen. Dann können wir uns da vielleicht relativ hoch heilen. Oder haben wir noch einen Trank? Ne, 2 Energie. Sporenwolken kenne ich noch nicht. Wendet beim Tod 2 Züge lang verletzlich auf dich an. Okay, wir haben wieder die Barrikade gezogen. Die machen 12 Damage. Ich muss die spielen. Die muss sowas von raus. Krass, im ersten Zug. Mega gut. Lass ich auch die 6 Damage mal kurz durchgehen. Welt 13 blocken. Mit. Machen noch Damage. Guck, und schon sind wir mit dem Blocken im Plus. Geil. Oh, nicht so geil. Erhöhter Angriffsschaden um 3. Okay. Das heißt, er greift für 9 an. Das ist okay. Das ist auch okay. Hihi. Lächerlich. Oh, guck mal, Transmutation. Kann ich jetzt nicht spielen, weil am Ende des Zuges erhältst du 3 Blocken, ist zu krass, die brauche ich. Da kommen aber gerade eh noch genug Karten rein. Damage rein. 13 passt aber noch. Auch wenn ich jetzt verletzlich bin. Aber das ist okay. Da kommt wieder was rein. 9. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste das passen. Nice. Schwächetrank. Cool. Und noch. Oh, am Ende. Die haben wir schon drin. Du verursachst Schaden in Höhe des aktuellen Blockens.
könnte geil werden, wenn wir Blocken hoch genug bekommen. Okay. So, wir sind wieder volle TP, das heißt, der runische Dodekaeder funktioniert. Und wir kommen zum Boss. Ein Schleim mit Hut. Interessant. Wir haben eine Machtkarte. Wir haben... Das passt noch. Okay, und wir können sogar noch... Das Blocken wird nicht gespeichert, deswegen brauche ich die noch nicht spielen. Obwohl, wir können 13 Schaden machen. Warum sollten wir die nicht mitnehmen? Besonderheit ist, unter 50 TP spaltet er sich in zwei kleinere Bosse. Du ziehst eine Karte weniger für zwei Runden, das ist kacke. Okay, der macht irgendwas, was ich nicht sehe. Blocken kann ich mir noch nicht speichern. Aber ich bin noch volle HP, deswegen steigt meine Energie gerade. Was? Okay. 35. Das ist schlecht. Die muss raus. Die muss raus. Okay. Zusätzliche Energie kann ich mir jetzt nicht mehr speichern. 35 Damage ist aber echt heftig. Alter. Er greift für 9 an. Die spare ich mir auch noch bei den Karten. Die spiele ich. Ist okay. Der leidet jetzt mehr Schaden. Ah, fuck. Schon wieder Zielreduzierung. Zielreduzierung ist echt kacke. Aber jetzt habe ich schon mal Zeit, zwei Runden lang Blocken zu speichern. Plus die drei, die ich dazu bekomme. Okay, 35. Kriege ich... Nicht komplett geblockt? Doch, kriege ich komplett geblockt. Weißt du, für so eine... Für 37 wäre halt Body Slam nice. Oh, das greift ja nochmal an. Ich kann nicht Transmutation spielen, wenn ich Blocken auf der Hand habe. Braucht die noch. Jetzt hätte ich sie zum Beispiel nehmen können. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. So, jetzt müsste er sich eigentlich gleich teilen. So, 2x 52. Okay. Du hältst 13 Blocken. Das ist gut. Auf welchen gehen wir denn zuerst? Der spaltet sich nochmal. Wow. Wir nehmen jetzt einfach den ersten. Ist scheißegal, welchen wir nehmen. Wenn wir den natürlich in einer Runde tot bekommen, kann er sich auch nicht spalten. Okay, unspielbare Karten. Ich habe so viele Debuffs. Du erhältst zwei Energie, kann ich noch nehmen. Ich habe Body Slam. Du erschöpfst alle Nicht-Angriff-Karten. Kriege ich nicht tot, aber ich kriege ihn schon mal hart runter. Das war mega nice. Im Zweifel spaltet der sich halt, aber 2x8 kriege ich relativ einfach tot. Okay, die würde ich wegkriegen. Das nehme ich mal gerade mit. So. Das ist auch noch okay, wir haben noch genug Blocken, alles easy. 9, 18, okay. Der greift mich an für 11, dann nehme ich die 6 Blocken noch mit. Hauptsache ich bleibe bei Blocken im Plus. Scheiße, ich krieg Transmutation echt nicht mehr gespielt. Langweilig. Mehr Blocken. Damage, blocken. Der teilt sich jetzt wieder. Das sind 2x18, ne? Na. Einen haben wir schon mal weg. 44. Alter. Ist das mächtig. Guck mal, jetzt können wir zum Beispiel, wir haben zweimal die hier drauf. Ich spiele jetzt einfach mal.
Jau! Du ziehst zwei Karten und legst dann eine Karte aus deiner Hand auf deinen Aufnahmestapel. Die Kosten der Karte von der Hand reduzieren sich diesem Zug auf 1. Du verursachst 12 Schaden und du erhältst 2 Stärke als Macht. Und damit kriegen wir ihn tot. Achievement, the Boss. Wir kriegen Gold, wir kriegen einen Energietrank und eine goldene Karte für unser Deck. Zu Beginn deines Zuges verlierst du 1 TP und ziehst eine Karte als Macht. Du erschöpfst deine Hand, du verursachst für jede erschöpfte Karte 7 Schaden. Das heißt, wir ziehen 5. 7, 4, 1, 28 Damage. Aber alle Karten sind dann weg. Du verlierst 3 TP, du erhältst 2 Energie, du ziehst 3 Karten. Okay, alle Handkarten weg, aber dafür 28 Damage. Oder 1 TP gegen eine Karte. Ich nehme 1 TP gegen eine Karte. Kann schon mächtig sein. Zack, wir kriegen ein Relikt. Und zwar entweder ein winziges Haus, du erhältst einen Trank, 30 Gold, 5 TP und eine Karte. Zu Beginn jedes Zuges erhältst du Energie. Alle Gegner beginnen mit 2 Stärke. Bäh, dann buff ich die ja, ist ja bescheuert. Zu Beginn jedes Zuges erhältst du Energie, du kannst kein Gold mehr erhalten. Dann nehme ich das Haus mit, das ist ganz safe eigentlich. Kriegen noch einen Blocktrank. Dann schmeißen wir den Energietrank weg. Du enthältst 12 Blocken. Geil, dann Body Slam hinterher und fertig ist die Sache. Du erhältst 8 Blocken, du verursachst 4 Schaden an allen Gegnern, du verursachst 14 Schaden, Stärke beeinflusst Schwere Klinge 3-mal. Ich nehme 8 Blocken, eine Karte, weil ich ja eh so oft blocken gehe in dem Spiel. Schließen. Fortfahren. Und damit haben wir die erste Ebene geschafft. Sind in Level 2 die Stadt. Die nehme ich jetzt aber im Anschluss auf, weil die Folge geht schon knapp 26 Minuten. Das Spiel gibt's bei Steam, macht mir persönlich jedenfalls sehr, sehr, sehr viel Spaß. Deswegen werde ich jetzt auch direkt noch die nächste Folge aufnehmen. Bin ich letztes Mal verreckt? Ich sag's nur direkt, nächste Folge könnte spannend werden. Wenn ihr euch das Spiel mal angucken wollt, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich beim Publisher für den Key, bei euch für eure Aufmerksamkeit. Das ist richtig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.